Hallo und willkommen zu Gedanken der Zeit. Ja, heute beschäftigen wir uns nochmal mit dem Tod bzw. mit dem Sterbeprozess. Wir haben schon mal darüber gesprochen, und zwar in zwei Videos. Das war einmal DMT und das tibetische Totenbuch und Tod und nicht ins Licht. Und im zweiten Video, ob es da halt auch Fallen geben könnte, in denen wir da hineintappen können. Also, ich würde auf jeden Fall empfehlen, wer es nicht kennt, da auf jeden Fall mal reinzuschauen, um sich das nochmal so ein bisschen, ja, zurückzuholen. Ja, was möchte ich heute erzählen? Ich habe zwei Studien gefunden, eine schon etwas älter und eine ist etwas neuer, ganz neu sogar. Und davon möchte ich jetzt so ein bisschen erzählen. Denn es geht darum, dass das Gehirn nach dem Tod noch weiterlebt. Also es hat noch Funktionen und es war früher eigentlich so, dass es immer so geheißen hat, 20 bis 30 Sekunden nach dem Tod hört halt Gehirnaktivität aus. Das ist aber nicht der Fall, so wie es nach der Studie aussieht. Sie ist wesentlich länger aktiv. Wenn wir hier schauen bei Heilpraxis, neue Studie, wie lange lebt menschliches Bewusstsein auch nach dem Tod weiter? Das hier ist jetzt vom 17. August 2016. Trotz Herzstillstand ein Bewusstsein. Seit einiger Zeit versuchen Wissenschaftler und Mediziner zu ergründen, was nach dem Tod mit einem Menschen passiert. Nicht selten berichten Patienten, die bereits kurze Zeit klinisch tot waren und dann zurückgeholt wurden, dass sie ein Licht am Ende des Tunnels gesehen haben. Ich denke, das ist wohl auch das Bekannteste. Renommierte Forscher der Universität of Southampton haben nun herausgefunden, dass auch nach einem Herzstillstand das Bewusstsein weiterlebt. In paranormalen Ergebnissen stellten sie nun einer breiteren Öffentlichkeit vor. Bewusstsein bis zu 3 Minuten nach dem Tod aktiv. Eine Studie mit mehr als 2000 Probanden untersuchte, ob es für uns Menschen wirklich ein Leben nach dem Tod gibt. Die Wissenschaftler der Universität of Southampton bestätigten, dass unser Bewusstsein noch bis zu 3 Minuten aktiv ist, nachdem ein Herzstillstand eingetreten ist. Deswegen könnte man sagen, dass ein Leben nach dem Tod tatsächlich bestätigt wurde. Interessanterweise gab hier erst kürzlich eine andere Studie von der Washington University of Seattle, dass einige Gene in unserem Körper erst nach dem Tod aktiviert werden. Und das finde ich sehr interessant, denn man kann zum Beispiel auch mit Sport werden andere Gene aktiviert. Und ich denke, wenn man hier passiert ist, um diesen Übergang zu ermöglichen, nämlich diesen Frequenzwechsel. Wenn wir uns ja eine DNA-Spirale anschauen, sie sieht ja schon sehr wie eine Antenne aus. Und ich denke, die Veränderung der Gene ist dafür bestimmt, dass die Frequenz geändert wird, dass man halt von dieser Frequenz in die nächste kann. Irrglaube. Kein Abschalten des Bewusstseins 30 Sekunden nach dem Tod. Ursprünglich hatten Experten geglaubt, dass etwa 30 Sekunden, nachdem unser Herz aufgehört hat zu schlagen, unser Blut aufhört, durch den Körper zu fließen und auch unser Bewusstsein aufhört zu funktionieren. Doch die Ergebnisse der Studie der Universität of Southampton beweisen das Gegenteil. Das Bewusstsein von uns Menschen ist noch bis zu 3 Minuten vorhanden, nachdem aus kardiologischer Sicht bereits der Tod eingetreten ist. In der nächsten Studie sind sie sogar noch viel höher gegangen mit den Minuten und ich denke, das ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie lang halt dieser Frequenzwechsel braucht. Aber ich glaube, in diesem Sterbeprozess ist das Bewusstsein ja zwar noch vorhanden, aber es wird umgewandelt, um halt einfach in der anderen Frequenz anzukommen. Betroffene können sich meist nach der Genesung an keine geistige Aktivität erinnern. Die Ergebnisse legen nahe, dass betroffene Menschen zwar zunächst nur eine geistige Aktivität nach ihrem Tod aufweisen, aber später im Fall der Genesung die Erinnerung daran verlieren, erläutert Dr. Pania. Dies geschieht entweder aufgrund der Auswirkungen der Hirnschädigung oder durch die Wirkung der Sedativa, so die Expertin weiter. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das dadurch kommt. Ist natürlich gut möglich, aber es könnte auch durchaus sein, dass es einfach dadurch kommt, dass man halt von diesem Gedächtnisbewusstsein einfach abgeschaltet wird in dem Moment. Denn ein Freund von mir hat einen schrecklichen Autounfall überlebt, Gott sei Dank. Und er sagte zu mir, es war kurz vorher so, als wenn er hinausgezogen worden ist. Und erst nachher, wie er im Bewusstsein gekommen ist, auch im Auto selber, war er wieder da. Also da ist auch halt, wie gesagt, er kann sich da auch an nichts erinnern. Patient erinnert sich an Einzelheiten, obwohl er tot war.
Vielleicht eine der wichtigsten Erkenntnisse der Studie war die Aussage eines 57-jährigen Mannes. Dieser hatte als erster von seiner außerkörperlichen Erfahrung berichtet. Der Patient hatte einen Herzstillstand erlitten und trotzdem konnte er sich mit einer unheimlichen Genauigkeit daran erinnern, was um ihn herum vor sich ging. Nachdem er vorübergehend gestorben war, sagen die Forscher, diese sei von großer Bedeutung, weil oft angenommen werde, dass Erfahrungen in Bezug auf den Tod wahrscheinlich nur Halluzinationen oder Illusionen seien. Es gab bisher keine Erfahrungen, die echten Ergebnissen entsprachen, wenn das Herz nicht mehr schlug, sagt Dr. Pania. Erinnerungen des Toten stimmen mit nachgewiesenen Ereignissen überein. Im Fall des Probanden war das Bewusstsein allerdings noch in einem Zeitraum von etwa 3 Minuten vorhanden, obwohl kein Herzschlag mehr vorlag. Das ist paradox, da in der Regel das Gehirn nicht länger als 20 bis 30 Sekunden nach dem Anhalten des Herzens funktioniert, sagen die Autoren. Es beginnt erst wieder mit seiner Arbeit, nachdem das Herz durch medizinische Hilfe neu gestartet wurde. Darüber hinaus waren die detaillierten Erinnerungen des visuellen Bewusstseins in diesem Fall mit nachgewiesenen Ereignisse Konsistenz, fügt Dr. Pania hinzu. Also auch das sehr interessant. Kommen wir jetzt zu der neuesten Studie. Nach einer neuen Studie scheint sich die Gehirnaktivität des Menschen nach seinem Tod fortzusetzen. Die Gehirnaktivität kann nach einer neuen Studie länger als 10 Minuten anhalten. Und 10 Minuten, also das finde ich schon echt eine sehr lange Zeit, nachdem der menschliche Körper abgestorben zu sein scheint. Kanadische Ärzte auf einer Intensivstation haben anscheinend beobachtet, dass das Gehirn einer Person weiterarbeitet, selbst nachdem sie für klinisch tot erklärt wurde. In diesem Fall bestätigen die Ärzte, dass ihr Patient durch eine Reihe von normalen Beobachtungen tot war, einschließlich des Fehlen eines Pulses und nicht reaktiver Pupillen. Also ich denke, die unterschiedlichen Zeitspannen kommen halt einfach dadurch zustande, dass es halt unterschiedlich dauert, um diesen Frequenzwechsel zu gewährleisten. Aber Tests zeigten, dass das Gehirn des Patienten weiter funktioniert ist. Wurden die identischen Gehirnwellen angezeigt, wie der Mensch auch im Tiefschlaf aufzeigt. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil im Tiefschlaf kommt man ja auch in einen anderen Frequenzwechsel hinein. Und das, denke ich, ist doch schon ein Hinweis darauf, dass das genau in diesem Sterbeprozess nämlich passiert. Die Ergebnisse der kanadischen Ärzte wurden daraufhin in einer neuen Studie von einem Team der University of Western Ontario veröffentlicht. Daran zeigte sich, dass nur einer der 4 untersuchten Personen die lang anhaltende und mysteriöse Gehirnaktivität zeigte, wobei die Aktivität bei den meisten Patienten absterben würde, bevor ihr Herz aufhört zu schlagen. Aber alle ihre Gehirne benahmen sich in den Minuten nach ihrem Tod anders, was zu einem weiteren Rätsel darüber führt, was mit ihnen nach dem Tod passiert. Was nach dem Tod mit Körper und Geist geschieht, bleibt Wissenschaftlern fast völlig unbekannt. Sagen wir mal, dieser Sterbeprozess tritt ein, dann ist ja bei den meisten, ja, wie auch bei DMT, kommen diese Muster verschiedenen Farben und irgendwann kommt dann bei den meisten dieses Tunnelerlebnis. Und bei dem Tunnelerlebnis muss man einiges auch beachten, und zwar, es sieht zwar aus, als wenn man hindurchfliegt, aber eigentlich ist es andersrum. Also das Bewusstsein wird zurückgezogen. Wenn man jetzt, sage ich mal, sich rumdrehen würde oder hätte einen Rückspiegel, dann könnte man sehen, dass hinter einem der Tunnel nicht mehr existiert. Er löst sich auf. Ja, es ist einfach ein Zurückziehen des Bewusstseins wieder dahin, wo man eigentlich ist. Es wurde halt nur für den Körper hierhin verlagert. Und auch als Tipp kann ich sagen, wenn ihr durch den Tunnel fliegt, auf jeden Fall nicht versuchen, die Wände zu berühren, weil dann kann auch etwas passieren, dass man ja rausgezogen wird. Ja, also man versucht so ein bisschen mittig zu bleiben. Und dann ist es natürlich so, man kommt dahin, ja, nach dem Erkenntnisstand des Bewusstseins. In den verschiedenen Dichtigkeitsgraden, das habe ich auch schon mal erläutert in dem Video Tod und nicht ins Licht, dementsprechend kommt man hin, wie sein Bewusstsein ja sich entwickelt hat, wie es offen ist. Das kann natürlich völlig vielfältig sein, weil es je nach Bewusstsein völlig unterschiedlich ist, wo man da, in welchem Grad man dann landet. Man kann natürlich auch Personen wieder treffen, die man verloren hat, etc. Das ist alles möglich. Im Normalfall, sage ich, wenn man nicht in die Falle tippt, ja, dann kommt man eigentlich dahin, wo man nach seinem Bewusstsein entsprechend auch aufgehoben ist. Ja, das war es eigentlich, was ich euch heute dazu sagen wollte. Es war eigentlich nur ein kleiner Rückblick nochmal, sich da ein bisschen
zurückzuerinnern. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf und denkt daran, ja, man muss sich auch mit diesen Themen beschäftigen, weil letztendlich kommt jeder von uns dahin. Also macht's gut, bis dahin, tschüss.